Ihr wollt schnell und kostenlos eine Videokonferenz aufsetzen, dann seid ihr hier genau richtig. Wir schauen uns an, welche Software dafür kostenlos ist, wie man die Konferenz erstellt und wie man Teilnehmer dazu einladen kann. Es wird auch ein zweites Video geben, das könnt ihr dann an diejenigen verschicken, die teilnehmen wollen. Da ist nochmal genauer erklärt, wie man teilnimmt. In diesem Video schauen wir uns jetzt an, wie wir die erstellen können, sozusagen als Moderator dann für die Konferenz. Das allererste, was wir brauchen, wir sollten die von einem PC erstellen und das geht auch auf allen Plattformen. Das Schöne ist, man braucht im Prinzip keine extra Software, man braucht nur einen Browser, der unterstützt ist. Und zwar wird Chrome unterstützt und ich vermute auch mal alle Browser, die die Blink Engine benutzen. Da kann man hier bei Wikipedia einfach mal schauen, wo beim HTML-Renderer halt Blink steht, zum Beispiel auch der Microsoft Edge, der neue allerdings. Den habe ich hier auch schon installiert. Wir wollen jetzt aber uns anschauen, wie wir das installieren könnten, wenn wir den Browser nicht haben. Das heißt, als Ersteller brauche ich einen Browser aus der Liste und auch als Teilnehmer. Google Chrome habe ich getestet, der funktioniert. Eine Empfehlung dafür spreche ich trotzdem nicht aus. Es ist am Ende euch überlassen, welchen der Browser ihr verwenden wollt. Wir installieren jetzt mal zum Testen einfach Google Chrome. Falls ihr den noch nicht habt, einfach danach googeln oder bingen oder sonst irgendwas. Und dann die Website für den Browser öffnen. Habe ich euch auch nochmal einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Ich klicke hier einmal auf Chrome herunterladen. Hier den Haken kann man rausnehmen und dann akzeptieren und installieren. Dann wird was runtergeladen. Das kann ich hier nochmal bestätigen, dass ich das behalten möchte. Öffne hier unten mit einem Klick die Installation. Hier bestätige ich nochmal mit Ja. Und dann öffnet sich auch schon der Browser. So, jetzt sind wir soweit schon mal da, also unsere Software, die wir brauchen, haben wir. Jetzt wollen wir die Konferenz erstellen und dazu gehe ich auf GitHub. Den Link, den habt ihr auch einmal in der Videobeschreibung. Das Ganze öffne ich jetzt mal in Chrome, mache das Ganze groß. Und jetzt habe ich hier eine Liste mit öffentlich verfügbaren Jitsi Meet Instanzen. Die ist jetzt in den letzten Tagen irre gewachsen. Viele Freiwillige stellen ihre Server dafür zur Verfügung. Im Grunde ist es egal, welche ihr dafür nehmt, am besten eine, die bei euch in der Nähe ist, also bei mir wäre es zum Beispiel Deutschland. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel einfach mal meet.bitblaze.io, öffne das Ganze und jetzt kann ich hier ein neues Meeting starten. Die Benennung ist euch überlassen, da gibt es keine spezielle Anforderung. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal UsefulWit und bestätige das mit Enter. Wichtig ist jetzt, ihr habt ja die Konferenz jetzt im Browser, ihr müsst jetzt also Kamera und Mikrofon zulassen. Wenn man natürlich keine Kamera hat, dann kann man auch nur das Mikrofon zulassen, aber hier auf jeden Fall einmal auf Zulassen klicken. Ihr sagt ja jetzt Fehler beim Zugriff auf die Kamera, ja, ich habe keine angeschlossen. Gut, deshalb ist das so. So, was müsst ihr jetzt machen, um Teilnehmer einzuladen? Die Konferenz ist jetzt gestartet. Rechts unten habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu teilen. Hier bekommt ihr einen Link, den könnt ihr hier mit einem Klick auf den Button kopieren und weitergeben. Jetzt kann jeder joinen oder halt ja dazukommen. Das andere wäre jetzt, dass wir hier ein Passwort setzen können. Ich kann sagen Add Password und hier kann ich jetzt ein sehr, sehr sicheres Passwort vergeben. Und jetzt muss also der Link und das Passwort zu dem Teilnehmer gelangen. Das könnt ihr zum Beispiel per Mail machen. Das stellt einfach sicher, dass nur derjenige teilnehmen kann, der auch in Besitz des Passwortes ist. Also am besten, so jetzt mein Tipp wäre, ich mache mir jetzt einfach den Notepad auf, kopiere einmal den Link rein und nehme auch noch das Passwort mit dazu. Und im Grunde könnt ihr das jetzt kopieren und per Mail oder WhatsApp oder was auch immer zu euren Kontakten schicken und die können jetzt mit diesen Daten zugreifen. Um das jetzt zu veranschaulichen, gehe ich mal in meinen anderen Browser zurück, nämlich in meinen Edge. Der ist ja, basiert ja auch auf Chromium, der funktioniert auch. So, dann hier einmal Link reinkopieren. So würde für mich das jetzt als Teilnehmer ausschauen. Hier auch wieder das Mikrofon erlauben. Und jetzt werde ich nach dem Passwort gefragt. Das werde ich nur gefragt, weil wir halt eins festgelegt haben. Das kann ich mir hier rauskopieren. Füge das hier ein. Und jetzt sind wir schon mal zu zweit. Meinen Ton klemme ich mal ab, sonst habe ich hier so eine Doppelung drin. Hier oben kann ich die Teilnehmer sehen. Einmal me, einmal Fellow Chitster. Hier wäre natürlich schön, wenn da die Namen auch stehen würden. Wie kann ich das machen? Ja, gibt die Möglichkeit, hier einfach links unten auf Chat zu gehen und hier einen Nickname einzutragen. Ich bin ja useful. Nein, halt, ich bin der Gast, also trage ich mal hier Gast einfach ein. Und im Chrome bin ich ja der Gastgeber, da trage ich einfach mal UsefulWit ein. So, dann kann man hier auch chatten, wie ihr jetzt gesehen habt. Und als Moderator hier bin ich ja der Chef.
kann ich auch meine Gäste muten zum Beispiel. Dazu kann ich mir hier diese Kachelansicht einmal anzeigen lassen, dann sehe ich beide Teilnehmer, natürlich jetzt ohne Videokamera. Hier oben sehe ich die Verbindungsqualität und ich kann jetzt hier oben auf den drei Pünktchen halt rauswerfen oder stummschalten. Das ist mir halt als Moderator vorbehalten. So, jetzt hat es die Ansicht geändert, ich versuche es nochmal, genau hier kann ich stummschalten, hinauswerfen. Wenn ich ein Bild vergrößern will, einfach einmal draufklicken, dann ist das Ganze groß. Dann gibt es noch Zusatzfunktionen und zwar, wenn jetzt halt mal die tollen Meldungen hier verschwinden, genau, dann kann ich zum Beispiel die Hand heben, wenn ich was sagen möchte, oder ich kann hier auch meinen Bildschirm freigeben, wenn ich was zeigen möchte, und das funktioniert auch sehr gut. Ja, das ist es im Grunde schon, was ihr als Moderator so einer Konferenz machen könnt. Einfach jetzt den Link rumschicken und eure Kollegen können sich einloggen. Auch die müssen natürlich einen Chrome-Browser oder ein Derivat davon benutzen. Im nächsten Video, das ich euch natürlich jetzt auch verlinke, zeige ich nochmal, wie man als Gast beitreten kann und was es da zu beachten gibt.